Ja, hallo Leute, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr seht, hier die Lucifer News aus Braunschweig. Neue alte Gewaltherrschaft im Braunschweig? Fragezeichen. Ja, ich habe hier so ein bisschen Geschichte in der Geschichte rumgewurschtelt, weil ich da was finden wollte und nachsehen wollte, weil mich das ja doch sehr interessiert. Und zwar bin ich dann einmal über die Geschichte der Stadt Braunschweig gestolpert. Ich lese euch das hier vor. Nachdem das Land Braunschweig 1946 im neuen geschaffenen Bundesland Niedersachsen aufgegangen war, wurde der neue Regierungsbezirk, vergleichbar Verwaltungsbezirk Braunschweig, geschaffen. Also so wie es im Grundgesetz steht, Verwaltungsbereiche. Ne? Zudem unter anderem die kreisfreie Stadt und der Landkreis Braunschweig gehörten. Man achte auf den Namen Landkreis, also Kreise, Schutzmarke etc. Im Rahmen der Kreisreform in Niedersachsen wurde der Landkreis Braunschweig am 28. Februar 1974 aufgelöst und sein Gebiet auf die umliegenden Landkreise aufgeteilt. Ja, also das ist sehr interessant, dass wir auf die umliegenden Landkreise aufgeteilt werden. Die Stadt selbst blieb kreisfrei, also hier der Innenstadtbereich. 1978 entstand schließlich aus dem Verwaltungsbezirk Braunschweig der neue Regierungsbezirk. Also eine eigene Regierung, ne? Mit neuem Zuschnitt. Die Regierungsbezirke des Landes Niedersachsen wurden am 1. Januar 2005 aufgelöst. Ja, man achte jetzt mal darauf, der Regierungsbezirk Niedersachsen wurde aufgelöst. 2005. Wir müssen mal gucken, wann das hier anfing mit der Aufbau der alten Gebäude hier mit den Freimaurerdreiecken. Das Justizgebäude muss ich nochmal gucken, das Amtsgericht etc. Dazu vielleicht jetzt mal zum Vergleich, haben wir hier die Einbürgerung Adolf Hitlers. Die Stadt Braunschweig wird fälschlicherweise dafür verantwortlich gemacht, dass der ehemalige österreichische Staatsangehörige und seit 1925 auf eigenes Betreiben staatenloser Adolf Hitler durch die Anstellung als Regierungsrat beim Braunschweiger Landeskultur- und Vermessungsamt mit Datum vom 25. Februar 1932 mit Dienstpflichten als Sachbearbeiter bei der Braunschweigischen Gesandtschaft in Berlin die deutsche Staatsangehörigkeit erhielt. Das Ganze geht natürlich darauf zurück. Verantwortlich für die Einbürgerung war allerdings nicht die Stadt Braunschweig, sondern das Land, der Freistaat Braunschweig. Das heißt also, wenn wir hier wieder einen eigenen Regierungsbezirk, das heißt der Regierungsbezirk Niedersachsen aufgelöst wurde 2005, dann haben wir das Gleiche. Das heißt, wir haben hier wieder einen Freistaat in dem Sinne, wie es also damals möglich war, eben Adolf Hitler hier einzubürgern. Rein rechtlich jetzt gesehen. Ne? Im Gegensatz zum Freistaat, der mehrheitlich pro NSDAP eingestellt war, war die Situation in der Stadt Braunschweig eine ganz andere. Da die Stadt am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stark von Industrie und Industrie geprägt war, war auch das Bevölkerungsspektrum entsprechend stark proletarisch geprägt. Braunschweig war seit Jahrzehnten mehrheitlich rot, weshalb die NSDAP bis März 1933 in der Stadt selbst keine Rolle spielte. Hitlers Gastspiel in Braunschweig war auch nur von kurzer Dauer. Schon von 1932 war er nur selten und kurz in der Stadt. Danach ein letztes Mal am 17. Juni 1935, als er zur aufgedeckten Grabes Heinrich des Löwen im Braunschweiger Dom, ja, man achte drauf, sowie auf die Neubesiedlung Lehndorf besichtigte, die also auch in der NS-Zeit entstanden ist, Lehndorf. Man sieht also die Häuser, die sind dementsprechend gebaut worden. Fraglich ist nun, wenn also hier der Regierungsbezirk des Land Niedersachsen 2005 aufgehoben ist und wir hier die Geschichte auch des Freistaates Braunschweig wiedersehen, ich hätte das in dem anderen Beitrag schon mal erwähnt, in einem Land vor unserer Zeit, fragt man sich, ob jetzt hier wieder ein Freistaat geschaffen wurde im Jahre 2005 mit der Auflösung des Regierungsbezirkes. Was natürlich dann erklären würde, rein juristisch gesehen, dass Herr Hoffmann
Bürgermeister der Stadt Braunschweig oder Dr. Hoffmann, der ja eine NPD-Vergangenheit hat, die ja nicht vom Tisch zu weisen ist, hier mit der dass hier bestimmte Gruppen zur Auflösung des Regierungsbezirkes Niedersachsen beigewogen haben, um einen Freistaat zu gründen, um das Ganze wieder gangbar zu machen. Das heißt, das würde natürlich auch erklären, warum sich die Braunschweiger Justiz nicht mehr an die niedersächsische Verfassung hält, geschweige an die verfassungsmäßige Ordnung von Recht und Gesetz, sondern ihre eigene Rechtsprechung betreibt. Das wäre natürlich juristisch also ganz schön heftig. Ich müsste da nochmal weiter nachgucken, aber wie gesagt, ich vergleiche nur eben jetzt mal die Einbürgerung, was ich gefunden habe, mit der Auflösung des Regierungsbezirkes Niedersachsen, was dann ja das Braunschweiger Kreis frei ist, aber eben wie damals eben ein Freistaat in dem Sinne ist. Sonst hätte man das ja hier alles gar nicht machen können. Ist jetzt die Frage, welche Gesetzgebung gilt hier und welche Rechtsprechung gilt hier im Braunschweig, juristisch gesehen. Macht mir so ein bisschen Gedanken, wenn ich also die damalige Geschichte des Freistaates, das heißt also hier im Prinzip die Ernennung des Österreichers hier, unseren Adi, sehe, der dann also hier im Prinzip als im Freistaat eingebürgert wurde, indem er ja eine Amtsstelle gekriegt hat. Dadurch hier das Chaos in ganz Europa, den Holocaust mit zu verantworten hat, die Vernichtung von Juden, Sinti und Roma, diese Einführung der Arbeitslager. Jetzt müsste man noch mal genauer sehen, wann eigentlich die Hartz-IV-Gesetze entstanden sind. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das müsste doch auch im Jahre 2005 gewesen sein. Ich meine, das wäre natürlich alles heftig, wenn das zusammenpasst. Was mich natürlich bei meiner Klage noch weiter überlegen lässt, ob man da nicht in der Sache noch mal ein bisschen weiter nachbohrt. Ich werde hier gerade von Viechern belagert. Aber wie gesagt, das ist also schon interessant. Sollte sich seit 2005 hier wieder ein Freistaat gebildet werden, in der gleichen Situation, wie wir es damals hatten, als eben unser Freund Adi hier eingedeutscht worden ist. Das würde natürlich erklären, warum hier die Justiz in Braunschweig sich nicht mehr an die verfassungsmäßige Grundordnung, an die niedersächsische Verfassung hält und an die Gesetzgebung. Ja? Das heißt, man würde hier im Prinzip wieder einen Freistaat gründen mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Das wäre natürlich also ganz heftig. Ja, wie gesagt, ich gucke jetzt nochmal nach, wann die Hartz-IV-Gesetze beschlossen worden sind. Wenn man das also jetzt zusammennimmt, die Geschichte der Einbürgerung von Adolf Hitler, die Geschichte der Stadt Braunschweig von 1946 bis jetzt, ist das schon ganz heftig. Das könnt ihr also nachlesen, wenn ihr also mal die Geschichte der Stadt Braunschweig eingebt und dann Wikipedia nachlest, da ist das festgehalten. Auf die berufe ich mich auch. Das sind also jetzt nicht irgendwelche Märchen, die ich mir hier ausdenke, sondern das habe ich also da herausgefunden. Das wäre natürlich also rein heftig, dass die Stadt Braunschweig sich wieder als Freistaat gibt und die Regierungsbezirke Niedersachsen auflöst und hier einen eigenen Regierungsbezirk oder eine eigene Regierung stellt und sich als Freistaat darstellen lässt. Würde einiges erklären, juristisch gesehen. Das wäre natürlich ganz schön heftig. Ich weiß nicht, vielleicht möchte sich da ja jemand mal mit beschäftigen, juristisch gesehen. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der in dieser Wunde mal den Finger reinlegt. Ja, soweit, so gut. Das war meine Geschichte, die ich hier wieder habe, wo ich mal ein bisschen in der Geschichte umgebracht habe. Ja, die neue Weltordnung lässt grüßen, ne? Okay, bis dann. Schönen Tag noch. Tschüss.